Und damit ein Hello there und herzlich willkommen zu einem sehr, sehr besonderen Video. Ich habe noch keine Ahnung, wie lang dieses Video wird, denn wir haben ein sehr langes Video vor uns. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass die neue Map revealed wurde in einem Trailer. Und ich habe auch darauf an sich auch reagiert. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt noch irgendwie heranschneide. Ich denke nicht, weil, wie gesagt, das Video, das wir uns gleich anschauen, ist sehr lang. Nämlich haben wir nicht nur einen Map Reveal Trailer bekommen, sondern auch ein 30-minütiges Video, wodurch die Map durchgelaufen wird und ein bisschen darüber geredet wird. Und ich warte erst mal länger, ob ich das Video überhaupt anschaue, weil ich eigentlich die Map gerne selbst komplett erkunden möchte. Aber ich bin zu neugierig, ich will es wissen. Und ich werde jetzt das gemeinsam mit euch anschauen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie lang dieses Video wird. Es wird wahrscheinlich ziemlich lang werden. Ich glaube, es wird einiges geben, worüber man reden wird. Ich weiß auch ein bisschen was schon von Reddit und sowas. Also es gibt auf jeden Fall auch, es ist nicht nur neue Maps, sondern es gibt auch an sich neue Sachen auf dieser Map, die wir nur auf den anderen Maps nicht haben. Und auch noch weitere Infos dann bezüglich den alten Maps. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rein. Ich habe richtig Bock. Ich bin sehr gespannt. Hier kommt die neue Map. Mammon's Gulch. Der Name ist interessant, aber die Map ist noch sehr viel interessanter. Okay. Glad to be with you guys. Thanks so much for talking with me about this major update, Coming Hunt Showdown, something bordering on sequel size, I think I'll say. And already we're seeing lots of new aspects. Wir sehen hier schon direkt, die Qualität ist leider nicht so geil. Das liegt aber nicht an mir. Also das ist, das sieht ja bei mir genauso aus, wie es bei euch aussieht. Aber man sieht direkt, Alter, wir sind wirklich komplett anders. Wir sind komplett anders. Ach, ich hab so Bock. Aspects of the environment here, even the trees look different. You know, Colorado has a different kind of forestry around it that makes a lot. Genau, wir sind in Colorado. Auch noch vielleicht wichtig. Es geht in den Norden. A lot of sense. So, you know, what informed the direction to kind of take the game here as a location? What does this do for Hunt? Yeah, so we really for us, what we were looking for is what's the next expansion out. Scott Lassier, ich weiß nicht, wie er seinen Nachnamen ausspricht, Game Director. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal gesehen habe, aber ich glaube, der Mann hat was zu sagen. Fits the core theme of what our game is. And we knew throughout all of our player feedback and as well as internally, what we really wanted was to really push the boundaries of what we're. Also ich möchte anmerken, dass die FPS sind in dem Trailer, also in dem Video nicht so gut. Ich weiß nicht, wie das aufgenommen wurde. Ich hoffe mal, dass es dann besser sich spielen lässt, natürlich. Aber also, was ihr alles seht, es liegt nicht an mir. Es wirkt, als wäre es mit 30 FPS aufgenommen worden. Right? And so what I mean by that is we had player feedback that said, hey, we really like the verticality in a lot of the compounds, right? Like Evan, as you've played this game, you're familiar with it. Some of our best moments are rooftop to roof type gameplay, right? And so we wanted to capture a more extreme version of leaning into verticality and leaning into this environment that has more slopes, more verticality, and just an overall different scene that we think is a fresh experience inside a Hunt Showdown and really captures, you know, the essence of us while also saying, hey, this is a new way to play Hunt. So let's talk also about kurz ein bisschen zusammenfassen, was er so gesagt hat. Also quasi das Ziel der Map ist es, es gab Player-Feedback, dass die Spieler sich mehr Vertikalität wünschen. Auf die Sal ist halt sehr viel vertikaler als, also Stillwater Bayou, die allererste Map, ist ja wirklich flach. Und in Lawson Delta haben wir dann so Sachen wie das Fort, Fort Carmack, wo du übelst weit oben bist, richtig krasse Aussicht hast. Oder auch das Lawson Dach, du hast an sich viel mehr Dächer, auf die du drauf kannst. Viel mehr Stockwerke. Also Stillwater Bayou geht ja nach unten in den Keller. Lawson Delta geht sehr nach oben in mehrere Stockwerke. Und die Sal ist, da gibt es ja auch gar keine Keller, da gibt es dann aber auch wenig große Häuser, sondern mehr, also gibt es auch, aber halt, ne, wir haben das Prison, das wirklich auf so einem kleinen Berg ist, und auch am Rand der Map sehr viele, so, ja, Berge, ja schon, das sind auch Berge. Und Mammon's Gulch bringt es jetzt aufs neue Level. Wir werden extreme Vertikalität haben, es wird sehr weit nach oben gehen und es wird auch sehr weit nach unten gehen, kann ich schon mal vorwegnehmen. Well, you know, yeah. My understanding is these mines are going to connect certain compounds. Like, how does that work in terms of layout? Yeah. Und hier auch in dem Trailer habe ich das mich auch, wurde schon ziemlich gezeigt. Wir werden sehr viel im Untergrund sein. Und das wird, glaube ich, auch bedeuten, dass tatsächlich
Keller-Audio gefixt wurde. Mit dem, ne? Audio wird ja auch verbessert mit der Engine. Und es scheint wohl dann auch für Keller-Audio zu gelten, weil wir werden sehr viel Untergrund haben auf der Map. Wie wir es auch gerade gesagt haben, manche Compounds werden auch miteinander verbunden sein. Über den Untergrund. Und sowas wünsche ich mir seit, also eigentlich schon immer. Und als die Sal angekündigt wurde und es hieß, dass wir eine Mine kriegen, habe ich schon damals genau darauf gehofft, dass wir Untergrund, dass wir einen Untergrund-Compound kriegen, dass der einfach irgendwas, was hauptsächlich im Untergrund spielt und vielleicht sogar auch mit anderen Compounds connected ist. Genau das kriegen wir jetzt mit Mammoth Scourge. Genau das kriegen wir jetzt. Yeah. So in the center, a big focal point for us was in the center of our maps, we know that that's where all of our players funnel into. And so we kind of wanted to flip the experience on its head and say, hey, we're going to have two mines in the center of the map. And around those mines, there will be compounds that you can get to. So we have a north mine and a south mine. The north mine will connect you to certain compounds inside of there. And then there is a gap between the two mines, which also has two connecting compounds as well. That leads you to the south mine, which then leads you to another compound. So think of the heart of the map. You have compounds around the edge of the mines, and then you have a connecting route through the mines, which gives you a little bit more safe traversal, but at the same time, you're losing the information that you would normally get. Muss es kurz hier unterbrechen. Man sieht auch hier, warum Bullet Drop kommt und warum Bullet Drop nicht so schlimm ist. Bullet Drop ermöglicht ganz anderes Level-Design. So eine Map würden wir nicht haben ohne Bullet Drop, weil hier Gewehre, vor allem Sniper, komplett OP wären. Stell dir mal vor, du hättest hier einen Sniper komplett ohne Bullet Drop. Das wäre ja, ein Traum für jeden Sniper. Und nur weil wir Bullet Drop kriegen, ist so etwas möglich. Und man kann von Bullet Drop halten, was man will. Von diesem Map-Design werden wir alle profitieren, weil das ist geil. Hunt hat nicht nur grandioses Audio-Design, Hunt hat wirklich das beste Map-Design, das ich jemals in irgendeinem Videospiel, sagen wir Online-PvP-Videospiel, gesehen habe. Mit Abstand. Wirklich mit riesem Abstand. In keinem anderen Spiel steckt so viel Liebe in den Maps. Und deswegen haben wir auch nur drei bis dato. Und jetzt kommt die vierte und die hat's in sich. Um auch wieder ein bisschen zusammenzufassen, was Gott gesagt hat. Bei den jetzigen Maps ist es ja immer so, dass in der Mitte der Map Dog Bay Dogs, Sweet Bell, glaube ich, heißt es. Ich habe 4000 Stunden, aber ich komme immer noch mit den Namen durcheinander. Ich weiß, wo alles ist, wo jeder Compound ist, aber die Namen sind nicht so drin, immer noch. Also wie bei Lockbay Docks in Stillwater View, Sweet Bell of Lost and Data und dann die Sal in der Mitte, Fisheries in der Mitte. Drumherum sind die Compounds. Also wenn Single Bounty in der Mitte ist, wird es immer so eine ziemlich actionreiche Lobby, weil von allen Seiten die Leute kommen. Es ist halt bei allen drei Maps eigentlich dasselbe. Es ist in allen drei Maps in der Mitte ein Compound, wie jeder andere eigentlich auch. Und hier wollten sie es etwas ändern. Hier haben wir in der Mitte zwei Compounds quasi, die einfach größtenteils aus einer Mine bestehen. Größtenteils Untergrund. Und diese Minen sind verbunden mit anderen Compounds drumherum. Quasi wir haben zwei riesen Compounds in der Mitte der Map und die sind connected mit kleineren Compounds drumherum. Das heißt, wir haben eigentlich im Grunde einen riesigen Compound. Da bin ich gespannt, du, das klingt sehr geil. Und vor allem, was ich auch nice finde, was man auch merkt, auch wenn die Minen, auch wenn es tief runtergeht, es sind halt Minen, ne? Du wirst dennoch irgendwie immer irgendwo rauskommen und du musst dann keine Leiter klettern, sondern du kommst dann halt an so einem Punkt raus einfach mal. Und wirklich, das sieht so geil aus. Also vor allem in dem Map-Trailer. Wenn ihr neue Hintergrundbilder braucht für euren PC, im Map-Trailer könnt ihr einige Screenshots nehmen. Holy fuck, da gibt's so schöne Bilder. The information that you would normally get in our maps, like Stillwater, any of the first three maps. Krass. Einfach krass. Because when you're in the middle of the map, you normally have more information. Die Map wirkt so viel größer einfach, weil die so offen ist. Die wirkt riesig, aber sie ist genau gleich groß. Sie ist genau gleich groß wie alle anderen. Aber die wirkt so viel größer, das ist verrückt. Wow. You have more audio tells and you have crows and you have all these elements that kind of inform you where you're at. But when you're in the mines, you're taking the chance of saying, hey, I'm getting less information, but I'm more safe to trap. Yeah, really interesting. I mean, there are, of course, some underground environments in certain compounds in Hunt. You know, King Snake Mine is sort of a much smaller version of this. It's much more spacious than I expected. And I guess, like, so can you, how many compounds can you reach through the mines, if that makes sense? Like, do they spit out to, like, three or four of them or more than that? Yeah, so you can connect directly to four compounds inside of there.
In den Minen kommt man zu vier anderen Compounds. Nur durch die Mine kommst du zu vier anderen Compounds. Also wie ich es verstanden habe, weiß nicht, vielleicht sagt das gleich. Ich glaube, die Mine plus vier Compounds halt. Oder die, an sich das ganze Minensystem verbindet vier Compounds. Vielleicht ist auch so gemeint. Yeah. And so two of them kind of back up directly into the mine, and then there's some that are a little bit more on the outskirts. But when you're going through these mines, you'll see signage for like La Plata Mine or O'Donovan Stone. And that's pointing you in the direction to the closest compound that's right there. But like La Plata Mine. Ist auch geil, dass wir da so Schilder haben. Voll geil. Ist richtig schön. Mine is one that's right on the outskirts, whereas O'Donovan Mine is right there. And so you get a full connection. So und you get to be river. Sneaky, you get to go through the mines, and then boom, you're right at the compound looking at the boss lair. And what sort? Man merkt da auch sehr, wenn man jetzt die Bilder hier sieht, denkt man, ach du Scheiße, Shotgun Map. Ein Traum für jede Shotgun. Und dann siehst du halt das, dann denkst du, ein Traum für jede Rifle. Es ist ein sehr krasser. Ich glaube, die haben vielleicht, es wirkt, als hätten sie eine gute Balance dazwischen gefunden. Hier draußen wirst du keine Shotgun haben. Und hier drin wirst du kein Gewehr haben. Das ist ziemlich nice. Cool. Or O'Donovan Stone, like La Plata Mine, so you get at the compound looking at the boss lair. And what sort of combat encounters are you anticipating in the mine specifically? Like, looking at it, it seems like a great opportunity to stage ambushes. What we originally thought was, okay, well, how many people are actually going to use the mines in early on in playtest, right? Because, you know, you want to be able to get into the combat and people really like the gunfights in our game. What we see from our playtests and how everyone seems to be enjoying it is a little bit of a hide and go seek kind of experience where you go into the mine and you can set up some traps and you can really catch people off guard, but it's very safe inside of there. So you can peek out, look at a compound, get an understanding of if any threats are there and then go back in and then reposition. Ich möchte einfach anmerken, auch wenn die Qualität des Videos nicht so geil ist, es sieht einfach so schön aus. Die Map an sich, das ist alles, es ist auch ziemlich runtergekommen, aber ich finde die Map, die sieht wirklich, sieht aus, als würde sie leben. Es ist so krass. Dieses Grün, es ist so ungewohnt. Bei Stillwater und Lost and Data sehen sich sehr ähnlich. Es ist auch beide Sumpf. Die Zahl ist schon ein bisschen anders, aber auch die Zahl hebt sich jetzt nicht so krass ab. Und das ist ja wirklich ein komplett anderes Setting. Und es ist so schön, einfach dieses Spiel so mal zu sehen, was diese Engine auch eigentlich kann und was diese Map-Designer können. Das ist so krass. Wunderschön. It's a little bit of hide and go seek, lots of trap gameplay, but the most important part of the mine, and you all of our hunt players know this, is normally when you get caught in a position in hunt, it's very hard to get away from your opponents. You're normally like kind of a sitting duck, but in the mines, because there's a lot of different routes and it can lead to a lot of different areas on the map, you're actually able to reposition and flip the experience, so you have more time to heal, you have... Man merkt schon, wenn man durch die Map, also ich wiederhole hier ein bisschen, was Scott so sagt, man merkt schon, wenn man durch die Map hier so durchläuft, es ist so ein bisschen suchen und verstecken Gameplay, es ist halt eben, ne, nicht so... Bei den anderen Maps ist es so, dass jeder Compound natürlich sehr unterschiedlich ist, aber an sich funktioniert jeder sehr ähnlich. Und hier funktioniert ja alles anders. Und in den Minen ist es halt so, hinter jeder Ecke kann natürlich jemand sein. Draußen siehst du sehr viel. Das sind Minen, da gibt es so viele verschiedene Routen zu gehen, so viele verschiedene kleine Wege, dass man hier sehr viel mehr Optionen hat, sich zu bewegen, viel zu rotieren, Möglichkeiten bekommt, schnell wegzukommen. Aber deine Gegner, also... Hier ist Map Knowledge, glaube ich, richtig krass, weil vor allem, wenn du in den Minen bist und du bist, sagen wir, das Bounty ist in den Minen und du jagst sie gerade. Die haben ganz viele Wege zu gehen. Deine Mission ist es dann nicht zwingend, vielleicht hinter den Stumpf herzuhalten, sondern dir den Weg abzuschneiden. Das hast du auch auf den jetzigen Maps an sich auch. Auf den jetzigen Maps ist halt so viel einfach nur offenes Feld, so keine Schleichwege oder sowas, dass einfach nur stumpfes hinterher dann reicht. Oder halt große Rotierungen und hier musst du es so wie im Film halt kurze Abkürzungen nehmen, um irgendwie den schnellen Weg abzuschlagen, dass du dann plötzlich vor ihm bist. So wirkt es. So ungefähr sieht das auch. Different advantage points and you can kind of turn the tide on the enemy team if you get caught. Can you say anything about the updates that the existing maps will get, you know, after the facts? Das wird jetzt sehr interessant. Das wird nämlich auch, die alten Maps bleiben nicht, soll ich sagen, unverschont? Our most polished map we've ever shipped, and it's a big leap forward for us on visual fidelity, both on Gen 9 consoles, but also on PC as well. In dieser Map steckt mit Abstand die meiste Arbeit, deswegen haben wir auch über 3 Jahre, glaube ich, gewartet. Und man sieht's. And so,
as we were going through this map, we identified all... Achso, sowohl aus visuell als auch Gameplay-wise. Also in beide Richtungen. Das ist nicht nur dieses nicht hübsch aus, sondern auch, die haben sich extrem viele Gedanken gemacht. Auch bezüglich Gameplay. Was man, wenn ich schon sieht, in diesen kleinen Clips hier. All of the assets that we were able to up-res and also just redo because we have a higher budget because our engine can support it. So all of our maps are going to be getting the similar love. So there is major updates coming to our existing like maps 1 through 3 that'll be brought to the same level of visual fidelity. Die ersten drei Maps bekommen auch Überarbeitungen. Bin sehr gespannt, wie die dann aussehen werden. Er sagt jetzt hier Visual Fidelity, aber ich glaube auch Gameplay. And in a couple of them, you know, in like Map 2 is a good example, we are looking to intentionally make gameplay changes to some of the compounds to kind of alleviate some of the pain points that our players have expressed to us. Genau. Also visuell werden alle drei Maps auf jeden Fall auch deutlich schöner werden. Aber vor allem Map 2, also Lawson Delta, wird auch gameplay-technisch Änderungen erfahren, die sehr auf das Feedback der Spieler beruht. Also alle Maps werden an sich Gameplay-Änderungen bekommen, aber vor allem Lawson Delta. Was mich gerade wundert, dass Lawson Delta so viel Änderungen bekommt. Ich muss sagen, Lawson Delta ist meine Lieblingsmap. Und ich finde, Stillwater bei U bräuchte eigentlich die meisten Gameplay-Änderungen, aber mal schauen. Hey, wenn Keller-Audio gefixt ist, ist Stillwater deutlich geiler. Dann ist es schon deutlich geiler, weil das ist ein großer Knackpunkt bei Stillwater Bayou, dass diese Keller einfach nerven. Und entweder hörst du Steps und du weißt nicht, ob die jetzt neben dir sind oder unter dir, oder du hörst nichts. Das ist halt, das wird aber, denke ich mal, höchstwahrscheinlich gefixt. As you prepare to introduce this map in the big update, what is the initial configuration of the maps going to be? Like, will I only be able to play the new Colorado map? Yeah, that's correct. So for the first 30 days of our update, you will only have access to the Colorado map. Ersten 30 Tage wird es nur die neue Map geben. Ist nicht schlimm. Wirkt zuerst krass, aber ist gut, weil es wird eh so ablaufen. Vielleicht denkt ihr da selbst auch daran. Stellt euch vor, die neue Map kommt, der erste Tag, ihr ladet rein und ihr hört erstmal Frösche und seht Wasser und runter und sieht heruntergekommene Häuser und denkt euch, geil, ich bin bei Scupper Lake gespawnt. Da hast du keinen Bock drauf, du willst auf die neue Map. 30 Tage ist ein bisschen viel vielleicht, aber das hängt eben auch damit zusammen, dass die alten Maps ja überarbeitet werden. Und ich schätze mal, dass wir nach diesen 30 Tagen vielleicht schon die ersten Änderungen sehen werden. Vor allem, weil es auch hieß, sagt das glaube ich auch gleich, ich habe schon auf Reddit gelesen, dass auch dann zuerst nur Stillwater Bayou kommt. Also wir haben dann nach den 30 Tagen auch nur zwei Maps erstmal. Aber es ist völlig in Ordnung, weil wir müssen diese Map auch lernen. Map Knowledge ist in Hand unglaublich wichtig. Einer der wirklich riesigen Bestandteile von Hand ist Map Knowledge. Du kannst grottenschlecht sein im Aim, wenn du an sich weißt, wie das Spiel funktioniert. Wenn du Decision Making drauf hast, wenn du einfach deine Gegner outsmarten kannst. Das kann dir so viele Fights gewinnen und zu diesem Outsmarten gehört auf jeden Fall Map Knowledge. Oh, ich hab Metallstep gehört. Ich weiß genau, wo der Gegner ist, weil du genau weißt, wo Metallplatten rumliegen. Du weißt genau, auf welchem Dach er ist. Du hörst Holzsteps, wo sonst über nur Erde ist. Du weißt genau, wo der ist. Du weißt genau, wie du rotieren kannst. Du weißt genau, durch welche Löcher du werfen kannst, durch welche Fenster du springen kannst, mit was für klasse Parkour-Action du machen kannst. Sowas ist ultra wichtig. Und auf der neuen Map müssen wir das alle neu lernen. Und ich freue mich so sehr auf die neue Map. Wirklich, Bullet Job, neue Map. Es wird einfach sein, niemand kann dieses Spiel dann. Es wird einfach komplett neu sein für jeden. Jeder muss wieder lernen zu schießen und jeder muss eine Map lernen. Das ist so geil. Nach 6 Jahren spiele ich ein neues Spiel, quasi. And so it's called Mammon's Gulch. So I gotta get used to saying Mammon's Gulch versus Colorado. That's when you've been under the hood for a long time, it's what happens. Ja, ich finde den Namen echt so okay. Mammon's Gulch klingt irgendwie. Ich fand den Namen anfangs ziemlich scheiße. Als ich den Trailer gehört habe, dachte ich mir, okay, doch, klingt irgendwie cool, wenn es so ein Native Speaker sagt, sage ich mal. Hätte vielleicht ein anderer Name sein können. Weiß nicht, ich glaube, ich würde das einfach Mammon's Gulch nennen oder so. Oder vielleicht nur Colorado, keine Ahnung. Der Name ist okay, aber gesagt, der Name ist auch scheißegal. So you'll be on Mammon's Gulch for a full 30 days and then after 30 days, we will release the Stillwater Bayou map. Genau. Nach 30 Tagen kommt Stillwater Bayou. You know from hunt maps is it takes hundreds of hours to really understand a full map because they are 1 kilometer by 1 kilometer with 16 compounds inside of there. Er sagte selbst auch, man muss die Map über hunderte Stunden lang lernen. Ich lerne immer noch nach 4000 Stunden neue Spots auf den Maps. Klar, es gibt auch Änderungen hier und da, mal neues Fenster, neue Leiter und sowas, aber jeden Tag lernen wir irgendwas Neues. Oh, ich kann da hochvolten, das wusste ich nicht. Oh, ich kann da durchwerfen, das wusste ich nicht und so. So giving people more of a focused attention on the new map is actually... Das ist ja geil. Das ist ja cool.
vom Wagen aus mit so einer Leiter in so ein Haus rein? Das ist cool. Das gefällt mir. Beneficial for the players, but also very beneficial for us, so we can understand, hey, what's meshing well with you guys? What compounds do we need to look at based on player feedback to see if we can make any adjustments? So Scott, you know, at a top level, what kinds of behaviors and experiences did you have in mind as you guys were building this map, right? I mean, Hunt is wonderful because it can accommodate solo stealth sniping and like people that play really loud and just running with shotguns and melee weapons, right? Like it makes room for that spectrum of experiences, right? But I know, of course, that like you guys have had some thoughts around stalemates, for example, mm-hmm. in the last couple of years and how you know, manage that, I guess, as a type of behavior. So like, what were right. kind of the those big behaviors or experiences you had in mind as you built this map? Yeah, I'm going to touch on the stalemate part because I think that's the most interesting of what we've done here across all of our compounds, right? Wow. So if you look at the history of Hunt, what we've done to all of our maps is maps that have, or compounds that have very few choke points or very few entrances and exits from them, we've kind of tactically increased how many options players get. And so for Mammon's Gulch, what we said is, hey, we're going to make sure that every compound has 6 meaningful entrances and exits for attackers and defenders. And so that's kind of like a loose rule with 6. Sometimes you get a little bit less, but ultimately the main goal was provide more entrances and exits for attackers and defenders to take into consideration, while at the same time saying, hey, we know that we want to increase the engagement between the two, but we don't want it to be too attackers friendly, and we don't want it to be too defender friendly. So try to strike a nice balance between that. And what we see is stalemates can get broken a lot easier now because players are able to get out. But at the same time, it's also a lot harder to defend. So if you try to turtle up, if you don't bring traps and you don't fortify correctly, it is a game changer. So we are seeing more traps get used across the board, which also informed a trap change decision with how players can actually place traps. It seems really... Jeder Compound wird, also nicht wirklich absolut jeder, manchmal wird es weniger haben, aber an sich ist eine grundsätzliche Regel, dass jeder Compound circa 6 Entry to the Exit Points hat, was eben auch Stalemates reducen soll, dass quasi niemand sich einsperren kann und niemand kommt rein. Das wird ziemlich sicher nicht passieren, was wird immer eigentlich 1 bis 2 Wege geben. Außer er hat alles mit Konstantina voll, aber das kannst du so an sich immer machen. Aber an sich, der Sinn dahinter ist, so wenig wie möglich Stalemates, dass immer Action bleibt. Which also informed the trap change decision. Ah ja, und natürlich die Traps. Ich sag's euch gleich, Leute. Vigilant und Poacher werden sehr wichtig für die neue Map. Also Vigilant ist einmal der Trap, mit dem ihr Darkside Traps sieht, und Poacher ist der Trap, mit dem ihr Traps leise platzieren und entschärfen könnt. Werden beide sehr wichtig sein, weil neue Map, niemand hat Ahnung, Traps werden da unglaublich gut funktionieren. Dazu werden die Traps auch noch verbessert, dass man sie besser platzieren kann oder auch anders. Das macht es auch nochmal interessanter. Und es wird da super viele kleine Choke Points geben, vor allem in den Minen. Da werden Traps ultra gut sein. Er hat es auch gesagt in den Playtests, Traps sind ultra gut. Achtet auf eure Füße. Und nimm vielleicht Vigilant und Poacher mit. Ich werde es auf jeden Fall mitnehmen. Ich mag an sich Poacher sehr gerne. Vigilant nehme ich eigentlich nie mit, aber hier werde ich es mitnehmen. Und vielleicht eine Antidote, so eine Gegengiftspritze. Könnte auch nicht so schlecht sein. Players can actually place traps. It seems really exciting that like that system in particular is going to be pretty flexible, it seemed like. Yeah. But are there like particular limitations around it? So you wanted to avoid like, I don't know, players doing something truly, I don't know, hard, like evil without a place traps, you know what I mean? Brutality and Hunt are pretty synonymous, so we leave it up to the player's creativity as to how far they'll push. Es wird sehr gemeine places geben, um traps zu platzieren. Auf jeden Fall. Gehört dazu. With the traps. Now we do have constraints as to, you know, which way, how the trap placement does work. What we feel really good about is them being able to go across windows, across the board. So if you go through the window, you trigger the trap. That feels really good. But we haven't seen anything too game breaking or punishing inside of there. And internally, we have a lot of trap placers. David, the GM, is notorious for placing 1,000,000 traps, and I hit every single one of them when I'm on his team. And it always gets me. And he's like, Scott, I pinged it. And I'm like, I know, but I missed it. Yeah, we've all had that teammate. Das ist so schön einfach. Was man einfach sagen muss, was ich bei Hans so sehr mag und was man, finde ich, auch merkt, ist, die Devs spielen ihr eigenes Spiel. Es ist einfach
einfach schön. Die spielen ein eigenes Spiel, die machen genau dieselben Erfahrungen. David, ne, der General Manager, der die meisten dieser Dev Inside Videos macht, der bärtige Mann, liebt anscheinend Traps, platziert überall Traps und der gute Scott läuft die ganze Zeit in diese Traps rein. David beschwert sich, ey, ich hab dir doch gepinkt. Ja, kennen wir alle. Das ist schön, das ist einfach schön. Achso, und Scott meinte, also es ist nicht so schlimm mit den Traps. Es gibt immer richtig fiese Spots, die gibt es auch auf den jetzigen Maps und das ist völlig in Ordnung. Die lernt man auch mit der Zeit. Mit der Zeit checkst du, wo gute Traps sind und da achtest du drauf. Es ist völlig in Ordnung, mal einfach in eine Trap reinzulaufen, das ist völlig in Ordnung. Putting up the compound. Action. Yeah. So it looks like we're on a ridge here, you know, I'm seeing some train tracks. Yep. Talk to us more about the kind of particular biomes or you know, the feel of these areas. What we really wanted to capture across the board was this feeling that when you're on the mountain, we want you to feel like you are on the mountain. Now, you still have places that you can hide and all those elements, but what you're seeing right here, one of the biggest changes that we've made to our forest is that they're dense forests, right? When you see these pine straws and you see all these like needles, right? These needle trees, it makes player detection a little bit harder. And so you have to be more cognizant of, okay, what's around me, where the players could be, what sound is triggering, which also informed our decision to say, hey, you know, we need two new sound animal attractors. So we actually introduced bats and we also introduced cows. And so when you hear a cow, Fledermäuse und Kühe kommen, you're like, oh, okay, player's coming from this spot. I know that's where the cow is. And you kind of learn that over time. But, you know, stimmt. I'd say Kia. Ich habe keine Kühe in Hand. Das ist mir nie aufgefallen. Immer auch über nur so Schweineleichen. Beim Halter oder Butcher ist logischerweise. Aber keine Kühe. Oh, okay, wir werden hier Kühe haben. Und Fledermäuse in den Minen wahrscheinlich. Das ist eine geile Idee. Bin gespannt, wie das funktionieren wird, wie das klingen wird. Weil ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass bei den Fledermäusen es weniger um die Geräusche geht, sondern wie weit die fliegen vielleicht. Element for us was we wanted to capture the feeling of what it was like to be in Colorado and how we can lend itself very nicely to Hunt Showdown. Ich frag mich, ob man da oben auch rein kann. Hier kann man, glaube ich, rein. Gameplay. And at the beginning we had very dense trees and it didn't create the best gameplay experience, so we kind of trimmed them down. Mm-hmm. And then we started intentionally opening up more sight lines so snipers would actually have a pretty good time playing on this map, because before, you can imagine when you look at all those trees, like sniper players, like what line of sight do you actually get on people? So we made. Okay, vielleicht auch für die guten Sniper-Boys hier, oder an sich einfach auch mit Rifles, nicht nur für Sniper. Dann seht ihr hier, ne, wir sind im ganz anderen Biom. Wo waren das jetzt? Das hier? Die Wälder sind sehr, sehr dicht. Das sieht man auf jeden Fall und ist es auch schön. Optisch ist es schön. Ist natürlich gameplay-wise, muss man da aufpassen, dass es nicht zu krass ist, dass man auch wirklich Leute sieht. An sich, das Baum-Placement in Hand ist oft so, das merkt man vor allem, wenn man sniped, dass die Bäume in den Maps genau so gesetzt sind, dass das ganze Laub schön genau deine Sicht blockiert. Und dann sehen wir da mal so einen kleinen Schlitz. Es ist alles genauso gewollt. Deswegen liebe ich das Map-Design in Hand. So viele Winkel. Du kannst von einem Fenster bestimmte Stelle schauen, schaust komplett rein und du merkst, ich seh nicht so viel, weil die Bäume und auch andere Sachen genau so platziert sind, dass du nur so ein kleines Loch hast oder so. Oder dass bestimmte Spots, die viel zu krass wären, einfach mit Bäumen blockiert werden. Und das ist, ich liebe dieses Map-Design. Und hier hatten eben Anfang das Problem, dass die Wälder zu dicht waren. So, und dass Sniper wirklich Probleme hatten und dass man Leute zu wenig gesehen hat. Und deswegen haben die Anzahl der Bäume ein bisschen zurückgeschraubt. Aber es soll natürlich auch nicht zu wenig werden. Also eine gute Balance zu finden, dass jeder Playstyle da Spaß hat. Hier zum Beispiel, ach, ich freue mich da so drauf. Es ist so geil. Einfach so, ach, es ist so schön wirklich. Genau so das wollte ich die ganze Zeit. Es ist so geil. Klar, hier wirst du sowas von weggecampt. Aber es ist geil, ich hab da Bock drauf. And then we started intentionally opening up more sightlines, so snipers would actually have a pretty good time playing on this map. Genau. Weniger Bäume und extra ein paar Lichtungen dann erzeugt, sodass man mit Sniper tatsächlich was machen kann. Before, you can imagine when you look at all those trees, like sniper players, like what line of sight do you actually get on people? So we made intentional decisions to kind of make sure that playstyle was very prominent here. Right. I mean, certainly with verticality and those long sight lines, it feels like you guys are really accommodating sniping. But likewise, with the introduction of bullet drop, you know, it's becoming a little bit more difficult in some ways. So am I thinking about that the right way? You're sort of like, you're not pushing sniping to the side or even anything close to eliminating it as a behavior.
but it has this new dimension, literally. Yeah, correct. It's got a, like, sniping has a whole new experience to it. You have bullet drop that you have to take into consideration, and then in this buy. Ich glaube auch, dass deswegen die neuen Maps vielleicht angepasst werden. Vielleicht auch deswegen vom Lost in Data, wegen Bullet Drop, kommt mir gerade. Könnte ich mir vorstellen. Wir haben jetzt gerade über Bullet Drop geredet und das eben, wie ich schon vorhin gesagt habe, Bullet Drop ermöglicht dieses Map-Design. Das hier wäre nicht ohne Bullet Drop möglich. The other thing you have to take. Das wäre möglich, aber es wäre schrecklich. Das wäre nicht gut. Take into consideration is, sure, you might actually get this sightline on the enemy team, but because it's a longer sightline, do you have the ability to actually push your advantage after you've downed that player and then be able to wipe out the team or burn his body, right? And what we see... Boah, Alter, das habe ich gerade gesehen. Schau mal. Hier, da kann man safe lang gehen. Und dann hier runter. Oh! Und dann kann man da dann rein? Oh, ja. Nee, das geht davor. Aber hier kann man safe lang gehen, darüber, darunter. Geil. Oh, so schön. Ich bin so gespannt auf diese ganzen Parcourswege. And then be able to wipe out the team or burn his body, right? And what we see throughout all of our playtests is a lot of players, like, if you intentionally want to snipe, you have avenues for that playstyle to work. But you have to be deliberate with it. And that's the key for us. We want each of these. Das hier. Da kann man doch safe drauf. Was du, wenn du da oben bist, was du für einen Blick hast. Du hast so viel Blick. Das ist so krass. Aber auch so viel Deckung gleichzeitig. So, du kannst hier richtig schön vorpushen, weißt du? So, wenn du jetzt hier bist, ne? Gehst dann hier durch. Keine Ahnung, gehst du da hoch, dann gehst du da runter, bist du hier. Ne? Kannst du wahrscheinlich hier auch rausschauen, kannst da rausschauen. Kannst du hier rüber zu kommen. Du hast so viele Wege, die du gehen kannst. Das ist so nice. Have to be deliberate with it. And that's the key for us. We want each of these playstyles to be deliberate. And when you accommodate this landscape, we also need to make sure that players who are running only melee options. If you want to run just the katana with berserker, you have the ability to take deliberate decisions and You just want to run the katana with berserker? Was ich versprochen? Meinte Marshallist? Kommt Berserker wieder mit dem Event? Okay, gut zu wissen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Versprecher war oder ob Berserker wiederkommt, aber gut zu wissen. Aber ja, also was er gesagt hat, ist auch Media-Only-Runs funktionieren hier. Es ist, auch wenn, ne, es ist, wirkt wie eine gute Balance. Klar, wenn du im offenen Feld bist, dann musst du auf jeden Fall gut tanzen können, damit dich die ganzen Leute nicht treffen. Aber in den Minen zum Beispiel, im Compound, die Dächer, wie du dich bewegen kannst, ich glaube, da wirst du gut ordentlich Ninja-Action machen können. Weil wir sind 12 Minuten in und das Video geht schon 37 Minuten, es wird so lang, oh mein Gott. Possible area for players. So like... If, for example, somebody has a bounty and they run into the mine to get to an extract and I can track them above ground, right? I can sort of go run in parallel with them. Do you think that's a viable technique that you had in mind? Yeah, for sure. And so the hard piece there is, well, the balance that we wanted to strike is if you choose to get the bounty and you go through the mine, you're going to have a direct shot and you have the advantage because you have the direct shot because you're under the mine. If you're above and you're running around the mountaintop, you might have to take a little bit of a detour. And so you get this cat and mouse game of like, oh, okay, where's the bounty carrier gonna go? Are they gonna continue to go south? Or are they gonna go right? I know they have three exits. How am I gonna take advantage of that? Okay, bezüglich Bounty, wenn das Bounty in der Mine ist, das Bounty in der Mine hat halt den Vorteil, dass es einfach straight den Weg gehen kann. Die Minen sind halt, ne, das sind straight Wege, da kannst du dich sehr viel schneller vorbewegen. Wenn du als die Bounty Jäger oben bist, siehst du halt auf der Map natürlich, wie sie gehen und du musst ein bisschen vorhersagen, wohin sie gehen werden, um sie dann abfangen zu können und du musst dich halt auch dann noch schnell bewegen, weil oben kannst du nicht einfach geradeaus gehen, sondern da musst du mal hier rechts, musst du da mal links, ne, musst du da vielleicht einen Berg hoch und sowas, da wird der Weg länger sein, aber dafür, wenn du sie dann catcht, dann ist nice, so. Wenn die Katze die Maus erwischt quasi, ne, dann haben die in der Mine die Arschkarte. So, hier zum Beispiel. Perfekter Ambush. Bounty kommt hier raus, ihr seid ja draußen. Was willst Bounty machen? Wir reinrennen, klar, aber da ist es, glaube ich, einfach sein, jemanden rauszunehmen. Wenn du da halt bist. Oh mein Gott, man hat sie gesehen. Man hat sie hier gesehen. Das sind die Fledermäuse. Hier. I'm gonna take advantage of that. And you mentioned, du hast doch kurz auch die Geräusche gehört. Bats a little moment ago. Certainly those noise hazards are some of my annoyances in Hunt Showdown and a really purposeful part of the game. Do bats only appear in the caves or the mines? Right now, yes, that is correct. We have aspirations to put them in more places, you know, like inside of certain buildings to give you additional sound cues right now, but
you know, the bats in the mines just feels like such a slam dunk for us from a thematic sense. That's where we put all the focus on. And candidly, you need a little bit more distinct audible call outs when people are leaving the mines because you have that cover. Klar, das ist so smart. In der Mine ist natürlich kein Pferd, da sind keine Hühner, da sind keine Hunde, da sind vor allem auch keine Vögel. Deswegen brauchst du natürlich aber auch Soundchips. Deswegen haben wir da die Fledermäuse. Die Fledermäuse sind erstmal nur in den Minen und in den Höhlen, aber sie wollen sie auch in bestimmte Gebäude und sowas reinpacken. Aber das ist geil, klar. Macht ja voll Sinn. Als ob irgendwelche Tiere in den Minen sind, außerhalb von Fledermäusen. Das macht sehr Sinn. How would you compare this map to the other maps in the game? I mean, we've heard about verticality, but in other aspects, it's more what and less what, might you say? I'd say map 4 feels completely different than any map that you've ever played inside of Hunt Showdown. And so when you take into consideration the biome and all of the verticality, the dense forest, the new compounds, and a lot of... Man, das ist ein brennendes Haus, da können wir einfach rein, das ist so geil. Da waren wir ja vorne drin. Ich weiß nicht, ob die Leiter hier funktioniert, weil da oben, das würde man da hin können. And all of the verticality, the dense forest, the new dense compounds, and a lot of our compounds we've actually built fundamentally Haus. Different. We actually changed the DNA as to how we construct them. Ja, doch, before, you know, you'd have a traditional compound, right? You'd have an outside perimeter that would have intentional holes, and then inside of there you'd have the boss building, and then you'd have some satellite buildings inside of there. What you see in this one is we actually have what we called internally kind of like mega structures in a couple of them where you have to commit to the area to then be a part of it. So I'd say this map more than ever is your loadout determines how you're going to play the map very intentionally. Whereas, you know, if you play in the other maps, if you take a sniper, you have a lot of different angles that you could take and you can put the, you can put it to use generally anywhere. On this map, it's very intentional as to what you take. So if you take a sniper, you're going to choose different routes than if you were to take a shotgun or even a long ammo weapon in general, right, without a scope. You have a little bit more... Stimmt. Auf den jetzigen Maps ist es so, egal was du spielst, du gehst eigentlich dieselben Wege. Du hast halt unterschiedliche Winkel und in den Compounds bewegst du dich anders. Aber an sich, egal ob du Sniper spielst oder ob du eine Shotgun spielst, du gehst eigentlich die genau selben Wege. Und hier wird so sein, ein Sniper wird nicht durch die Minen gehen. Also du hast noch keine kleine Shotgun dabei oder was ist nicht ein Dolch oder sowas, aber selbst dann. An sich werden sich Sniper halt sehr viel wahrscheinlich in den Wäldern aufhalten, draußen auf den Bergen und sowas. Und Shotguns werden viel, viel durch die Minen gehen, durch die engen Compounds. Klar, an sich musst du auch überall durch, wenn du das Bounty wirst und sowas. Aber grundsätzlich wird man davon ausgehen können, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die Compounds heißen, haben vorhin kurz die Map gesehen, vielleicht zeigen sie nochmal explizit. Sagen wir, keine Ahnung, in dem Twinket Forest, was weiß ich, Scheißdreck, da sind oft Sniper. Das sollten wir meiden, weil wir haben Shotguns. So, wir sollten nicht diesen Weg gehen unbedingt, wir sollten ein bisschen drumherum gehen oder sowas. Das ist cool, ja. More verticality and you have a little bit more, and you have the mines in the middle. But you have these routes that you can take that are a little bit more covered than what you're used to in our existing maps. You have more surprises. Right, so you have a lot of more emergent fights that happen in areas that previously would be underutilized in our other maps. So it's really, you're kind of always, it's pulling a lever almost as to when you're going to get into engagement and how it's going to work. So more surprises, more intentionality in your loadout, more intentionality on audio and how you approach any one decision. And then for, you know, the verticality piece, this is one of the coolest compounds that we did. It's quarry. So it's our take on a pit map. So very similar to any of the undergrounds that we've ever done, but we intentionally built it to say, okay, what are the problems that we have with our underground layers and how can we build around that and really fix it? And so this one, you know, you have a lot of options. And so you have a building on top of you that you're able to fortify. You can also leave the compound, but because it's more tight and constricted and it's in this quarry, you can also fortify this better than almost any other compound on this map. Yeah, I mean, looking at this footage here, it just seems very big. I mean, I know, like, I've put hundreds of hours into the different areas already in Hunt, but like, I don't know, somehow this seems larger. It's way more grand. And I'd say, you know, Stefan Heinrich and the entire art team on this map have done such an incredible job of capturing how big this world is and how far we can push it. And that's a big shout out to our engine team for giving us the ability to be able to do that. So we wanted to push the boundaries across the board. We wanted to feel bigger than what it is, even though the dimensions of the map are the same. We want
players to feel this sense of verticality and this intentionality behind it to drive all of their decisions. How is performance so far? Dann wurde es eigentlich nur darüber geredet, dass die Map sich sehr viel größer anfühlt, als sie halt, also als sie eigentlich ist. Der Platz wurde ja einfach ganz anders genutzt. Man merkt das ja. Es ist ja, die Map sieht so riesig aus, aber sie ist dieselbe Größe wie die anderen. Aber durch die Vertikalität ist halt so viel mehr möglich. Und durch diese Offenheit einfach. Diese Offenheit ist das, was auf den anderen Maps fehlt. Man merkt das wirklich extrem, wie das alles beeinflusst. Also dieser Compound hier, wo der gerade durchläuft, die Quarry. Wirkt schon fast wie die ganze Map. Es ist total krass. Es gibt so viele Wege, so viele Leitern, Treppen und Fenster und Schleichwege und da geht's runter. Und ich glaube, hinter seiner Facecam geht's hoch. Da kann man safe auch irgendwie drauf oder vielleicht auch nicht, weiß nicht. Schau, da geht's hoch, da geht's runter. Du kannst da ganz rauf. Hier ist eine Leiter, du kannst hier hoch, du kannst safe auch, ja, du kannst auch hier hoch, da geht's eine Leiter hoch, dann kannst du da drauf. Kann sich so krass bewegen. Ich glaube auch, du gehst hier hoch, dann gehst du da rein. Also, was heißt rein? Also, da geht's da durch. Push the boundaries across the board. Da hier rechts geht's noch rein. Bigger than what it is, even though the dimensions of the map are the same. Kannst du, glaube ich, auch noch rechts. We want players to feel this sense of verticality and this intentionality behind it to drive all of their decisions. How is performance so far in this map been for you guys from a technical perspective? Because I know you're adding DLSS, for example. Yeah, so. You know, I can just say, like, we've kind of exceeded all of our expectations as to what we thought we would be able to get on this map. And that's mostly shout outs to the new engine for us empowering us to be able to do that. But performance is as good, if not way better, than our existing maps. So right here, we're seeing... Also performance ist genau gleich gut wie auf den vorherigen Maps, wenn nicht sogar besser. Das ist nur durch die neue Engine möglich. Und ich finde es auf jeden Fall ein Statement, wenn diese Map genauso gut laufen soll wie die anderen. Wie lange habe ich Probleme auf die Sal? Ich persönlich habe auf keiner Maps Probleme. Ich habe nur an sich hin wieder einfach Probleme mit dem Spiel, aber ich glaube, das hat wenig mit Hand zu tun, sondern mehr mit meinem PC oder sowas, weil das ist ein sehr merkwürdiges Problem. Das kommt und geht. Ist ganz komisch. Aber wenn diese Map genauso gut läuft wie die anderen, das spielt auf jeden Fall sehr für die Engine und bedeutet auch, dass die anderen Maps dann wahrscheinlich sehr viel besser laufen werden. Wenn ihr Probleme habt. Ich glaube, das an sich auch, es gehen ja auch die Anforderungen hoch, also die PC Specs Anforderungen und ne, Old-Gen-Konsolen werde ich mir unterstützt. Das liegt aber, hängt auch damit zusammen, wenn ihr jetzt schon gute Specs habt, gute Teile in eurem PC, jetzt schon eine PS5, was weiß ich, was es gibt schon eine PS5 Pro, ich habe keine Ahnung. Wenn es vorher schon gut lief, wird es jetzt noch besser laufen. Wenn es vorher nicht so lief, wird es höchstwahrscheinlich schlechter laufen, leider. Aber hey, vielleicht bleibt es doch gleich für die. Kann auch sein. Aber so wie ich es verstanden habe, wenn wir Kinder noch DLSS und sowas, das heißt, wenn eure Grafikkarte unterstützt, wird es halt schon dadurch höchstwahrscheinlich besser werden, auch wenn ihr nicht den krassesten PC habt. Ich selbst habe nicht den krassesten. Ich habe einen 3060, einen alten Prozessor, der an sich gut ist, aber ist auch nicht mehr so aktuell. Ja. Looks like a mining facility, ich glaube, es wird laufen. Is this an example? Krass. Du kannst da rein. Also ziemlich sicher, das sieht so aus. Du kannst da wahrscheinlich drauflaufen, da kannst du rein. Ich kann auch hier hoch. Und du siehst von hier einfach dieses komplette Gebäude. Das ist so krass. Example of one of the megastructures you talked about. This is Oro Gordo Mine. And so ja, stimmt, da wurde vorgeredet. Megastructures. Ich glaube, das bedeutet Megastructures. Das hier ist ein Compound mit einer Megastructure. Bedeutet, der Compound besteht eigentlich nur aus einem Gebäude quasi. Aber dafür ein unglaublich riesiges Gebäude. Klar, und natürlich hier noch, ne, mit sowas hier. Diese Minenwege und, oder nicht Minen, also, keine Ahnung, wie man das nennt, da diese Transport- Dinge da, womit Kohle und Stein halt befördert wird. Ich habe keine Ahnung, Mann. Right here, you know, when you think about like traditional hunt compounds, right, you can kind of see a perimeter here, but traditional mal, hunt. Da geht's auch rein. Da geht's rein, da kommst du wahrscheinlich da rein. Crazy. Ja, vielleicht auch. Compounds, right, you can kind of see a perimeter here, but this structure backs directly into the mine. And so when you gross. Enter the boss layer, you also have a direct shot into the mines, but that also means you have to be cognizant of the mine that's right there. And so this megastructure connects, it's kind of like an L shape. So this isn't, what you're seeing isn't necessarily the boss building, but it's connected to it. And so inside of here, you can take a lift to go across, or you have to choose a route that's a little bit more risky and puts you exposed. At a top level, it feels like this isn't like too out of line. Hier sehen wir jetzt mal die Map.
obviously like 16 compounds, which I think is the same as the other Hunt Showdown maps. But it's, but, you know, we've got this bird's eye view. Seht ihr auch neben die Mine, was ich vorhin meinte? Can you kind of talk me through the design direction of what we're seeing here? I can see the railroad, for example, threading through a couple compounds. So one of the biggest changes that we made from a design direction side is in maps 1 through 3, we have this terminology called POIs. And POIs are compounds which always give 2 clues, essentially. And in our existing maps, what we would do is we would say, hey, the two clue, like the POIs would always be in central locations, right? But you want to, and so we do that because everyone has a fair opportunity in order to get there. We flipped that on its head for Colorado, and we said, hey, we're actually going to put the POIs on the outskirts. So Preston Oil is a POI that features 2 clues as well as Gasworks and Miner's Folly. Those three all have... Interesting. In diesen drei Compounds, Preston Oil, Miner's Folly und the Gasworks, wird man 2 Clues finden können. Es gibt auf jeder Map 3 Compounds, wo man 2 Clues finden kann. Und die sind eigentlich immer mittig. Diesmal sind sie hier außen. In so einem Dreieck. Interesting. Cool. 2 clues inside of there. So those are POIs. And what that's done is that's kind of changed how players play. Because in our existing maps, you know, you have that moment where you're like, oh, okay, well, I can skip this first compound, go to the second one and get 2 clues, and then that changes the way that you play. Whereas in this one, if you spawn a Kingfisher Foundry in the bottom middle, you might actually just go left to Preston Oil to go ahead and get 2 clues. And that changes your pathing, and it changes your decision making as to how you want to approach anyone. Stimmt. Ja, doch, wenn du hier spawnst, wenn wir einen Titelleg machen, das werden wahrscheinlich alle ganzen Spawnpoints sein. Ne? Wenn du hier spawnst, wirst du nicht da lang gehen, du wirst da lang gehen, höchstwahrscheinlich. Da denkst du, ja, okay, da kann ich gleich 2 Clues holen und hast vielleicht noch eine höhere Chance auf PvP, je nachdem. One decision. So that was a big part of it. But from there, you know, it all started with our anchoring statement of we wanted to have mountains in the middle, and those mountains need to have mines. And so we started with, okay, let's create 2 mines. Was ist mit der Audio los? We're going to create these 2 mines and these mountain ranges in the middle, and how can we mold everything else around that, and does it play well? I guess I'm also wondering, are there any compounds that have, or maybe you can just sort of talk about one as an example. Was ist mit der Audio los? Das fuckt mich gerade mega ab, das lenkt total ab. Das ist PC-Gamer. Where the adjacent compound has an interesting relationship to another compound beside it. Really a big focal point of the engagements happen between O'Donovan Stone, La Plata Mine, Oro Gordo Mine, and Split River, okay? So those are the 4 in the middle, okay? Now, Montero's Malt has a line of sight on O'Donovan Stone, but O'Donovan Stone can see Gasworks, for example. And they can also see the cross... When O'Donovan works, come on to the Gasworks scene. Okay. ...scene of people going into Montero's Malt. So if you spawn Grizzly Lodge, you're like, cool, I go to O'Donovan Stone. Now, if I'm playing a sniper, I'm watching that cross, and that's intentional for me to be able to do that. But really, the whole core of fast rotations and being able to get good lines of sight on players ends up being between the 2 mines, because that is an elevated position. And so you can very quickly move from Split River to La Plata Mine. And that is a big game changer for us. Position being able to watching that cross. And that's durch die Minen kann ich mir sehr schnell von diesem Compound zu diesem Compound kommen. Durch die Mine durch. Das ist man ganz schnell drüben. Intentional for me to be a fast rotate is an elevated position, and so you can very quickly move from Split River von to oben, the bottom mine. Nicht durch die Mine. And über die Mine. That is a big game changer for us. Unter die Minen, aber an sich über die as Mine. To how people play and how they position, because there is a strategy that we see inside of our playtest where people will just go into the middle, and then they set up control around that. They fortify the mines to the best of their ability. And they're just playing to the strength of their loadout to say, okay, well, I got 1 clue. I know it could be in La Plata Mine or it could be in Split River. And now we're going to just see where people are coming from, and they get the advantage from that. The other thing that we did was basically right between Deadfall Timber, La Plata Mine, and Kingfisher Foundry, there is a watchtower. And I think we can see it in the video. Was Kingfisher? Yes? Doch mal, was ist da? Plot of Mine and Kingfisher Foundry.
there is a watchtower, and I think we can see it in the video. I forget exactly where it's at, but there's a spot that you can see this, you know, the iconic Hunt Showdown watchtower, right? We put that on a hill. Ooh. And when you're in there, you can see Deadfall Timber. You can see a direct line of sight on Deadfall Timber. You can see almost all of La Plata Mine, and you actually get to see Kingfisher as well. It seems like from what we've seen... Also, wir haben diese, von diesem Hunting Tower hat man einen Blick auf drei Compounds. Ohne Bullet Drop wäre das nicht möglich. Almost all of La Plata Mine, and you actually get to see Kingfisher as well. Darf natürlich nicht vergessen, wenn dein Sniper drin sitzt in diesem Tower und er wird gespottet. Ich meine, ja, du siehst zwar echt viel und auch in diesem Turm, aber jeder sieht auch dich in diesem Turm. Muss man sich da mal überlegen, ob man da wirklich sich bemerkbar machen möchte. Aber geil. Einfach nur geil. It seems like from what we've seen of the mines, you've not tried to make them too bottlenecky, right? Correct. Because, yeah, that was a bit. We learned that lesson early on in playtesting. The more choke pointy it was, the less likely players were to go in it. Yeah, I mean, that can be intimidating unto itself. Like, it seemed like there was a lot of choice available to me in terms of diversion and sort of losing people in the mine. In dem Anfang der Playtest gab es viele kleine choke points, wenig Wege zu gehen, und die haben ganz schnell gemerkt, okay, das ist nicht gut. Und deswegen haben wir so viele verschiedene Wege, deswegen wahrscheinlich immer diese 6 Exits oder halt Entrances. Das ist auf jeden Fall angenehm. Ich glaube, da kann ich mir vorstellen, dass vielleicht bei manchen da die Sorge ist, wenn man so von einer Minimap hört. Genau darum wurde sich aber gekümmert, und das sollte kein Problem sein. In a good way. So, La Plata Mine is another one of our mega structures. So, this one is basically one giant building that sticks together and has a bunch of different meaning. But the other thing is depending on where you approach, it's either you're fighting all the way on an upward angle or you're fighting. Depending on where you approach, it's either you're fighting all. Kann man da auch runter? Also man kann da rein, aber kann man doch runter? Sieht ein bisschen so aus. All the way on an upward angle, or you're fighting down. So if you come from the mines, you're at the highest point of elevation of this compound, and you are looking down, and you're seeing every area down to the left. Whereas if you come from here, you're fighting up. If you come from the lower end, you have a very good idea as to where your enemies can be. But if you come from the higher side, we want to make sure that, well, you might not have perfect information, so you have to be more intentional with where your sight lines are, and you're more exposed. So, higher risk to come from the higher verticality, lower risk to come from lower. So, this, we see tons of engagements happen in and around this area. So, this right here, you get to see this. And so, if we pause right here, if you don't mind, this is La Plata Mine. You möchte übrigens anmerken, weil das im Developer Insight Video nicht aufgefallen ist, also mir selbst nicht, ich habe es auch wenig davon gelesen. Hier unten ist eine Entfernungsanzeige. In dem Insight Video war das bei der Krack bei 70 Meter und bei der Mosen bei 65 Meter, bei der Sentinel sind 60 Meter. Ich dachte zuerst, dass das vielleicht die Zero Distance ist, dass man das Visier einstellen kann wegen dem Bullet Drop. Aber ich glaube, das unten, das sagt einem, wann der Bullet Drop vielleicht beginnt. Können wir vorstellen. Dass man weiß, wenn der Centennial ab 60 Meter beginnt Bullet Drop. Vielleicht, weil anders, ich weiß nicht, was das sonst bedeuten soll. You have full view over this, and you also see the entrance from the north mine that comes out, one of the entrances. To the right, where those pine trees are, that is where the south mine, one of the south mine exits are, as well as the one right over to the right. So, you are gaining a lot of intel here. Right over this hill that you see in the back distance, that is the connective part to Split River. And so that this whole area ends up being. Ich finde, das sieht aus wie ein Compound, der am Maprand ist, aber ist es nicht. Das ist, glaube ich, mittig der Map. Das ist so geil. Das fand ich bei Desal so schade. Hinter Darien Shipyard zum Beispiel sind eben auch diese Berge. Und da ist es so cool. Ich mag es auch zu kämpfen, aber man ist da so selten, weil das halt am Maprand ist. Und ich glaube, da haben sie auch ihre Lesson gelernt, um ein bisschen Anglizismen mit reinzubringen, dass diese Art von Map-Design auch in der Mitte der Map stattfinden kann. Wie gesagt, Bullet Drop macht's möglich. This massive contention point, and when the boss, when you get a one boss contract and it's in one of these two mines or one of these two compounds, whew, good luck, man. It's a hoot. This right here actually does a really good job of capturing the exact feel that we wanted to get, which was we have these scaling mountains, we have this big world with these massive mountains. Can players expect any maybe Easter eggs? Obviously you've had some that refer to movies in particular. We love the exploration. Also reden jetzt echt über Easter eggs, das ist ja so todesuninteressant. Man, die will ich doch selbst entdecken. Was eine dumme, sorry, ich will den Typen nicht schämen, aber was für eine Scheißfrage.
This is doch so uninteressant. Of the Easter eggs, but the team, as soon as we wrap up, we're always like, hey, what can we do that's pretty cool from the Easter egg Klar perspective Easter eggs, that can surprise and delight our players who are really looking for them? So there's a few. Yeah, sure. There's a few, for sure. It's been interesting because, you know, I've been in the games industry a while, and I've heard many games kind of use verticality as a kind of talking point and piece of identity. And, you know, of course, I understand what it means, but I guess, like, from a game design perspective, what is it about verticality, about these kind of, you know, Z-axis designs, right, that, like, makes a game like Hunt more interesting? Like, functionally, what is it doing for me as a player, you know, with my teammates and with my opponents? Verticality is good when it's intentional. Ich möchte kurz anmerken, ich mag Scott sehr gerne. Ich finde den Mann sehr sympathisch und man merkt wirklich, er ist nicht nur da, weil er für diese Firma arbeitet. Er ist da und er macht es gerne, weil er für dieses Spiel brennt selbst. Ich finde, das merkt man so krass. Ich finde es so schön. Es macht richtig Spaß, ihm zuzuhören. And by being intentional, I mean, if your game's design lends itself well. Mann, das sieht so schön aus. Sorry. To it, you can lean Sorry. Into it a little es, es, es sieht so schön aus. Hunt, es sieht so schön aus. You know, Hunt is a sandbox title, right? We want players to bring whatever tools and weapons that they want to bring into the map, and they have to solve the puzzle of how they kill the boss and get out their own way, right? And so for us, more options that we give the players that are meaningful, the better. And what we want to do in Hunt is make sure that, okay, verticality. Obviously, if you have the higher position, by default, we learned this from Star Wars, you have the advantage, right? And so for us, we know that the more reward you get, the higher risk we have to put on it. And so for us, when we look at verticality throughout our levels, especially inside at like a per compound basis, we say, well, if you're going to take the vertical position, you're going to be more exposed. And in a game that's one life, where you lose your hunter if you die, you have to make a very deliberate decision on, is your hunter expendable or are you good enough to be able to pull it off? So for us, I think it leans into the high stakes that we always want to achieve, which is to say, here's a problem. How you want to solve it is your choice. And I think that's one of the most powerful pieces of what we've done here in Mammon's Gulch, but also just in Hunt Showdown, is we're not prescriptive. We're not saying this is the only way you can play. And the more options we give our players inside of the map, the better it is for them to experience and continue to pour thousands of hours into it. So I'd say that's really like my key, is verticality for us really just lends itself so well to who we are and what kind of game it is. Because as you add more verticality, you get more sound cues, right? It's not, we aren't doing jump pads or adding these other elements that allow players to get onto verticality with relative ease. There's a cost. So any decision that you make has a cost, and that cost can be consequences, and it can also just result in your death. So sure, you might be able to climb a ladder and get into a high spot, but now you're on a roof, and also the ladder was making all this noise, so people have a better idea of where you're at. The game has always been... Die Frage war, warum Spiele so viel, vor allem PvP-Spiele, so viel mit Vertikalität haben? Was ist so toll an Vertikalität? Und Scott hat es eigentlich sehr gut beschrieben. Vor allem in Hand, auch mit den Sounds einfach. Lightfoot ist ein sehr guter Trade. Wenn du auf Leitern kletterst, das ist so scheiße laut. Wenn du vaultest, wenn du allein schon, wenn du irgendwo runterspringst. Lightfoot ist ein unglaublich guter Trade, weil du das damit ausgleichen kannst. Also halt, man hört dich nicht mehr oder halt sehr viel leiser. Und wie es gesagt hat, du hast durch Vertikalität viel mehr Optionen, dich zu bewegen. Und wenn du die Entscheidung triffst, eine Leiter hochzugehen, du bist auf dem Dach, hast du an sich eine gute Position, du siehst viel und du kommst auch schnell wohin, natürlich auch. Es gibt manche Spots, wo eine Leiter deutlich schneller ist, als jetzt draußen rumgehen, eine Treppe hoch, Türe, was weiß ich. Die Leiter einfach nur straight nach oben und du bist schon da. Aber eine Leiter ist laut und wenn du diese Leiter hochgehst, bist du langsam, bewegst dich in einer straight line. Und wenn du auf dem Dach bist, bist du auch ein Ziel für andere. Deswegen ist das so ein High Risk, High Reward vielleicht. Du gehst Risiko ein, ich gehe diese Leiter nach oben, damit ich schnell da oben bin und vielleicht eine gute Position habe, schnell in das Gebäude rein kann. Dafür könnte ich aber auch von außen dann plötzlich weggeballert werden oder die Leute werden mich erwarten, weil ich halt so viel Lärm mache. Und vor allem in Hand, ich hätte schon oft gesagt in dem Video auch, Map-Design ist großartig. Jede einzelne Leiter kann einen Compound ganz anders gestalten. Es gab so oft kleine Updates, wo
nicht mal in den Patch-Notes stand, dass da ist eine neue Leiter ist. Und da ist ein neues Fenster. Und das klingt vielleicht nicht krass. Oh, eine neue Leiter. Toll. Oh, neues Fenster. Toll. Aber das ist krass, weil du kannst dich durch diese eine Leiter vielleicht ganz anders bewegen. Durch dieses eine Fenster kannst du ganz anders diesen Compound spielen. Und Vertikalität macht es mal ganz anders. Wir haben die Compounds gesehen. Wie man sich da bewegen kann, ist verrückt. Wenn du einfach nur ganz auf einer Höhe bist, ne, ist halt ein Kreis drin. Dann Altmaps bewegst du dich hauptsächlich so hin und her. Auf der neuen Map bewegst du dich, ne, sehr viel mehr umher. You're on a roof, and also the ladder was making all this noise, so people have a better idea of where you're at. The game has always been one where seeing is a skill, right? You know, the ability to spot players in different environments, different lighting conditions even, is something that you can bring to the table as a player. And yeah, that makes me wonder a little bit about weather conditions and how you see them interacting with this map. Yeah, good. So, you know, at first we're going to start off with, you know, three times of day, kind of the traditional. We have one nighttime and then two daytime maps. And then from there, you know, we're really excited to get fog into this map, as well as thundershower. We think thundershower is one of the most dynamic times of day that we have. And we- ist mir egal, was alle sagt. Ich liebe den Regen und ich liebe Ashbloom. Dieses Rumgeheul bei diesen Maps fuckt mich so tierisch ab, Alter. Lernt damit klarzukommen, dass ihr nicht alles hört. Es funktioniert auf beiden Seiten. Wenn ihr nichts mehr hört, hört der Gegner auch weniger. Es hat alles Vor- und Nachteile. Es bringt eine ganz andere Dynamik mit rein. Ist geil. Ich liebe das. Und auf der Map, Regen könnte crazy sein. Wenn du in der Mine bist, kriegst du nichts vom Regen mit. Oder sehr wenig. Dann bist du draußen und dann siehst du nicht mehr so viel von diesen riesigen, von diesem riesigen Überblick, hast du nur noch ganz wenig von. Bis der Regen aufhört und dann plötzlich bist du mitten im Freien und hast vielleicht gleich eine Kugel im Kopf von einer Mosin Sniper. Oder am Bauch, weil er mit dem Bullet Drop noch nicht klarkommt. Played really well on this, but it's not quite ready to ship with it on launch. So, what we don't know, and I'm excited about, is which ones we want to try on this, you know? Well, one of the fan favorites has been Inferno, right? Now, Inferno could flip this entire experience all on its head, but we haven't gotten to that point yet. But that is a conversation that I'm very interested in having. One of the Inferno könnte zurückkommen, vor allem auf der neuen Map. Das ist interesting. Mir kommt gerade, hieß es nicht in irgendeinem der vergangenen Videos, dass es auf der Map eine eigene Wildcard-Condition geben wird, oder erinnere ich mich da gerade falsch? Wurde ich mal davon geredet? Was ich Blizzard? Always enjoyed about Hunt is that it does not hold the player's hand. You know, like, I think in almost all aspects of the game, like, you guys are really trusting players to make their own fun, to kind of come up with their own strategies and tactics. But of course, there are aspects of the level design that are subtly conveying certain ideas or approaches. You know, can you maybe name some of those that players may not realize? I mean, obviously, like, you know, when you put a light on something or something is bright compared to the what's around it, like, that is drawing your eye toward it, I think, in most situations. Yeah, so, you know, obviously lighting is a big piece. Pathways around the floor, like dirt paths or mud trails or clearings inside of a forest, those things all kind of intentionally lead the player's eye into it. But the other thing is when you look at our levels, one of the things that we try to achieve is, as you're just walking, like, really good level design ends up feeling like a flowing river, right? Which means, you know, when you watch a river kind of flow, you watch it kind of move around the rocks and kind of form to it, and it's very smooth and intentional. We always are looking at, hey, how do we stick together these two pieces in a way that makes sense for the player? And when you see here, right, like just in that moment as you were walking down, you can chart two direct paths around this individual mountain pass, right? This is sehr schön gesagt. Map design ist wie ein Fluss. Der Fluss, der kommt von oben quasi, fließt da unten und sucht sich seinen Weg. So wie es natürlich einfach passt. Und so gehen die auch das Map-Design an. Du gehst einen Weg und du checkst direkt, okay, ich kann jetzt hier lang gehen, ich kann hier lang gehen. Und es wirkt alles, wie soll ich sagen, es passt. Es ist nicht so ein, ich weiß nicht, ich habe wirklich wenig andere PvP-Spiele gespielt. Aber vor allem, wenn ich mich so an COD-Maps oder sowas erinnere, fühlt sich immer, also hat sich, ich hab schon mal was gesagt, das Map-Design hat schon ist einfach das Beste, was ich je gesehen habe, weil es ist sehr intuitiv. Auch wenn du Spiele gespielt hast, du kriegst immer ein Gefühl dafür, wie du kriegen kannst, und du findest ganz schnell immer wieder irgendwelche Wege. Das ist ein schöner Vergleich mit dem Fluss.
this little rock formation, right? You can either choose to go over to the right because you saw that there was a path over there, or you can go to the left. And these tiny little decisions need to be conveyed and they need to be clear to the player. And we want to reveal them at the moment where they will make those calls. Because if you reveal it too early, it's kind of information overload, you know? But when you reveal it at the right time, you're making the player say, okay, I can make a choice. When you enter a compound, we want players to be able to make a decision of, I've committed to breaking into this perimeter. Where's my next move? Genau. What's the next tactical decision? Yeah. And some of that can just be... Du hast dich entschieden, ich gehe jetzt diesen Weg, was mache ich danach? A building. Some of that can be medium cover. But that's the key for us, is trying to figure out, hey, what can lead the player to make more informed decisions on position? The other thing when you're thinking about the compounds, ultimately, is each approach, we call them approaches, right? So each approach needs to be able to fit like kind of like a specific weapon in mind. So we try to make sure that all of our compounds have at least a 360 degree, sometimes 270 degree approach points. But those approach points are intentionally designed where we're like, hey, this is where snipers are going to kind of come from. We believe because of these reasons, here's an area where has more dense forest, so shotgun players can go through there. But then you hit a choke point. And so you're going from the perimeter into the compound, right? Each of those choke points are built in such a way where you're dealing with A, animal attractors that you have to deal with. B, you might have to deal with meatheads, right? And then if a meathead's in front of a gate that you already have to open because that comes at a cost, now you have to change your strategy. Or you're like, well, I guess I'm going to kill this meathead quickly with like a dynamite, give my position away and break in, or I'm going to reposition myself. So all of those things add to the mix, and where what AI spawns inside of there, you know, it could be an armored with chains, like a wired, it could be an immolator. All those things are random, and so you always have a different experience every time you go into these compounds, which really changes the dynamic. We don't want you to have one way to solve the puzzle. We want you to be able to always solve the puzzle different ways because we present a different challenge at you. Well, Scott. Ich finde das ist mal wieder, was ich meine. Man merkt richtig, schau mal, wie er strahlt. Er findet es selbst einfach geil. Es ist so schön. Ja, das ist auch schön gesagt. Es gibt nicht nur einen Weg, dieses Rätsel zu lösen, sondern es gibt mehrere Wege und du wirst deinen eigenen Weg schon finden. I want you to be able to always solve the puzzle different ways because we present a different challenge. Ja, wie er gesagt hat, dann ist da ein Meathead, dann kommst du jetzt nicht durch die Tür rein oder du sprengst ihn weg, dafür weiß jeder genau, was du jetzt vorhast. Es ist halt je nachdem, wie die Maps, wie die Mobs spawnen, wie wo der Boss spawnt, wie die Leute positioniert sind, was du für Waffen hast. So viele verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Hunt nicht langweilig wird. Warum ich nach fast 4000 Stunden immer noch eigentlich wirklich genauso viel Spaß habe wie damals. Weil es einfach, jede Runde ist anders. Wenn ich an COD oder Battlefield dran denke, solche Games machen auch Bock. Aber im Endeffekt ist es einfach nur stumpfes Rumgeballer. Oft. Also Battlefield kann auch wirklich richtig geil sein. So eine Battlefield-Runde, so eine Eroberungsrunde, die so eine Stunde geht, kann richtig geil sein. Aber bei Hunt ist es ganz anders. So, da wird ganz anders gefordert. So, was von einem verlangt wird, ist einfach ganz anders. Und meistens, wenn du verlierst, liegt es einfach daran, dass du die falsche Entscheidung getroffen hast. Oder dass du nicht richtig gezielt hast. Aber an sich, Decision Making macht sehr viel aus in Hunt. Und du hast so viele Optionen einfach. Well, Scott, you know, thanks so much for talking to us, bringing us through all these details. I think there's surely a lot more here we could spend time talking about. So, you know, looking forward to discovering this map for myself. And thanks again. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Eine Stunde 20 sind wir drin. Wow. Ich habe so Bock. Ich habe so unfassbar Bock auf diese Map. Ich bin so gespannt. Es ist wirklich ein Traum. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Es ist unglaublich, unglaublich nice. Schreibt mir wundergerne eure Meinung in die Kommentare. Ich glaube, das ist mal auch ein Thema, wo so gut wie jeder eigentlich auf einer Seite sein sollte. Das wird geil. Diese Map wird geil. Bullet Drop hin oder her, Necro Changes, was weiß ich alles, was gerne hat. UI, gibt's immer alles gespaltene Meinung. Aber wer hier sagt, dass das scheiße ist. Keine Ahnung, Bro. Du willst auch nicht glücklich werden dann, oder? Du willst keinen Spaß haben. Das sieht so geil aus. Und ich sag's nochmal. Anschauen hat die besten Map-Designer überhaupt.
die beste, wirklich das beste Map-Design, das ich je gesehen habe in irgendeinem PvP-Spiel. Es ist einfach grandios. Und auf dieser Map scheint es nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht zu haben. Und ich freue mich so darauf, das Ganze zu erkunden. Ich habe da so Bock drauf. Das ist so geil. Okay, Leute. Es ist ja auch schon bald soweit. Wir haben den 26. Juli. Es sind noch 3 Wochen. Krass. Ja, Ding, falls ihr es auch nicht mitbekommen habt, ab dem 13. werden auch die Server erstmal abgeschaltet für 48 Stunden. Wir werden von 13. bis zum 15., wenn das Update im Live kommt, werden wir kein Hand spielen können. Weiß auch nicht, ich habe sowas auch noch nie in irgendeinem Spiel mitbekommen, dass sowas wirklich passiert, dass ein Spiel wirklich so in dieser Art relaunched wird, ohne dass man irgendwas Neues kaufen muss, sich irgendwas Neues runterladen muss. Es ist dasselbe Spiel, es ist eigentlich nur ein Update, aber es ist ein unfassbar riesiges Update. Neue Engine, das ist so. Eigentlich, normalerweise wäre das jetzt Hand Showdown 2. Wir haben jetzt, also wir kriegen Hand Showdown 2. Es heißt ja noch Hand Showdown 1896, sorry, nicht 69, also 1896. Aber es ist immer noch dasselbe Spiel. Aber mit sehr großen Änderungen und ich kann es nicht erwarten. Ich bin so hyped, ich habe auf alles so Bock, ich bin so gespannt. Ich hoffe, dass alles funktionieren wird am 15. August, aber ich denke schon. Ich glaube, gerade kackt so viel ab, weil die sich einfach nur auf dieses Update konzentrieren und das gerade sehr schleifen, also das, die momentane Version sehr schleifen gelassen wird. Es ist wahrscheinlich sehr wenig Leute daran arbeiten. Vielleicht wird auch ein bisschen outsourced oder sowas, dass andere Leute daran gerade arbeiten, damit sich das Main-Team eben auf das Update konzentrieren kann. Keine Ahnung. Ich bin ultra gespannt. Ich habe so Bock. Wenn alles funktioniert am 15., mal gucken, wie die Server mitmachen. Wenn die Server abkacken, ganz ehrlich, bin ich fein mit. Klar, ist schon scheiße, aber wenn das Spiel funktioniert und nur die Server abkacken, ist mir das deutlich lieber als andersrum. Lieber habe ich nicht funktionierende Server als ein nicht funktionierendes Spiel an sich. Denn die Server, das wird schon schnell gefixt werden. Vielleicht noch am selben Tag. Das wird schon funktionieren, solange das Spiel an sich läuft. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie viel Aufrufe hat das? Hat fast 86.000 Aufrufe nach 22 Stunden dieses Video. Der Map-Trailer hat, glaube ich, schon über 100.000. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Hunt einen großen neuen Peak an gleichzeitigen Spielern erwarten wird. Auf Steam ist, glaube ich, der letzte Peak 44.000 oder sowas. 44.800, irgendwie sowas, glaube ich. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir vielleicht sogar die 60 knacken werden, weil neue Engine, neues Event, neue Map, neue Gameplay-Mechaniken wie Bullet Drop, Solo-Changes, die Leute so auch davon dem Spiel weggebracht haben, wenn sie keinen Bock hatten auf diese Solo-Scheiße. Summit 1G, was? Crosshair. Das Crosshair in der Mitte. Wahrscheinlich wird doch wieder jemand wie Shroud, ne? Amerikanischer Streamer, PUBG und CSGO-Legende, hat Hunt nur nicht weitergespielt, weil ihn das Crosshair abgefuckt hat. Der wird vielleicht auch wieder spielen. Ich glaube, Hunt könnte dieses Jahr vielleicht wirklich sehr groß werden, diese deutlich größer werden. Deswegen, falls am 15. wirklich die Server abkacken sollten, hab Nachsicht. Sowas kann immer passieren. Ich glaube, die bereiten sich schon gut darauf vor. Ich hoffe es mal. Aber falls das passiert, solange das Spiel funktioniert und die Server abkacken, wir werden damit leben können. Es wird schon funktionieren dann irgendwann. Aber ich versuche zuversichtlich zu bleiben, dass alles wunderbar funktionieren wird und wir alle am 15. eine wunderschöne Zeit haben werden. Okay, gut. Ich verpiese mich jetzt. Ich muss ganz dringend aufs Klo. Geil. Ich freue mich. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Genau. Ich gehe jetzt. Tschüss.